go. No mercy. Grizzly One, one of the transports is breaking from its pre-programmed path. Farewell, bourgeois imperialist pigs! Arkin? What's with the accent? Hey! He's stealing the transport! That bastard's a mole! Grizzly One, pursue Transport 3 with extreme caution. It is essential that we hold Transports 1 and 2. Repeat, do not lose Transports 1 and 2. We detect heavy forces ahead, Commander. We're stopping the convoy till the path is clear. Tolle Landung für den Russen. Direkt immer der Basis. Rogue Meat. Glück gehabt. Nicht, dass das Raumschiff noch in einem guten Zustand ist. Oh. Munition. No mercy. Commander, we've established a second launch pad. Escort the remaining transports there. Rolling. Moving out. No mercy. Eat dirt, commie pinko. No mercy. Ach ja, es ist nie einfach mit dem ganzen Kram. Mercy.
Ammo depleted. Eat dirt, Tommy Pico. Verreck. One of the trans. Mann. Ja, vielleicht soll ich eines der anderen Fahrzeuge benutzen. Nein. Ich muss meine Fahrzeuge mitnehmen. Das ist mein Problem gewesen gerade. Ich habe die nicht mitgenommen, deswegen. Dass da keine weiteren Hindernisse sind. Leon. No mercy. Ja, keine weiteren Hindernisse. Erstmal. Stimmt, die Munition jetzt halt droppen können. Losing Arkin's transport is a significant setback, but you performed well under the circumstances. Now, it's time to capture that traitor. Yay, Verräterjagd. Redstorm, 8 von 8, destroy the CCA base inside the Cantonian Fortress. Keine Cloak-Fields hier, weil sie einen speziellen Lightning-Generator benutzen. Okay, das ist eklig. Oh, das ist interessant. As American and Russian continue to fight each other, Chinese strong and begin the conquest of the solar system, their first target is the last CCA stronghold on Ganymede. Okay, der einzige verfügbare Panzer in dem Sektor ist schwer beschädigt und hat wenig Munition für wegen diesem Fall soll ich in der Basis bleiben und auf weitere Befehle warten. Da hier wegen der Battle Zone 2 Engine sich aber alles repariert und wieder aufmunitioniert, sollte das nicht allzu lange ein Problem sein. Biometall for the win. Ich denke mal, das ist halt noch von der Lore-Erklärung her, dass sie erst dieses rausgefunden haben, dass Biometall sich selbst regenerieren kann und auf Munitionieren energieren kann. Nachdem der erste Krieg rum war. Und sie ja nicht mal Zeit hatten, wirklich sich das für Biometall anzugucken und neue Sachen zu entwickeln. Das waren damals noch Zeiten. Retreated to their base to the north. We believe that they are well dug in and fortified. An advanced party is on its way to take down the first line of Russian defenses and open the way for you. We have also sent production units to your location. Ja, da hat auch natürlich jeder ein Problem reinzukommen. Das Problem ist, der wird mir wahrscheinlich wieder Daybreak auf den Kopf schmeißen wollen. Offensive unit lost. Ich glaube, daran erinnere ich sogar noch an die Festung. Perfect. A convoy of
Nav Scrap is approaching the CCA base. Follow them to the Nav beacon we have dropped and steal the last APC. Bring it back here and we will steal the scrap. We'll pack it with TNT to show the Russians the glory of the People's Republic. Offensive unit lost. Warning, damage critical. Warum auch immer sie nur einen schwer beschädigten Panzer für mich übrig hatten. Ich bin Major. Und die geben mir einen Haufen Schrott. Ah, das mit der Regeneration der Panzerung scheint aber echt kein Ding zu sein im Augenblick. Vielleicht ist das geht das nicht, wenn die Sachen zu schwer beschädigt sind. Wer weiß. Bevor ich irgendwas mache, das übliche Speichern. Und mein Panzer ist detoniert. Wahrscheinlich wollen sie auf die Weise verhindern, dass der Spieler halt mit dem Ding rumeiern statt dem APC. Ich meine, wenn Spiele weniger durchdacht sind an manchen Stellen, kann man das Skript wahnsinnig einfach und wahnsinnig schnell aushebeln und Chaos anrichten. Und manchmal geht das Spiel sogar deutlich kaputt, dass man die Mission immer neu starten muss. Das ist das Problem. Manche Spieler wollen halt persönlich viel Freiheit haben, andere wollen natürlich nur einen roten Faden folgen und ihre Mission machen. Hoppla, dann treffen wir es verloren gegangen. Was kann ich denn dafür? Quickly, Major. Rejoin the convoy and follow them to the base entrance. Once you are there, you will receive further orders. Ich meine, würde man auch sowas in MMO machen, müssten halt Spieler die ganzen Dinger fahren, ne? Aber wir würden sogar schon spielen, wo man einfach nur Konvoifahrzeuge durch die Gegend fahren muss und American Truck Simulator. Oder Famous Farming Simulator. So viele Spielmechaniken kann man in Spielen vereinen und damit irgendwas Großartiges erschaffen, aber keiner macht das wirklich. Ich denke mal, bei MMOs ist auch ein großer Teil an World of Warcraft gelegen. Viele Leute wollen halt diese Adventure-Geschichten haben. Leave the APC near the entrance and get to a safe distance. We are beginning the detonation countdown. Ammo depleted. Hop, run away. Understood. Away.
Awaiting orders. Ich meine, ich habe ein Silo, aber so wirklich viel für einen Angriff ist das nicht. Hier ist eine richtige Biometallspur. Vielleicht ist am Ende davon ein Biometallvorkommen. Okay, das ist zu weit von meiner Basis weg. Ich muss mich darum kümmern. Aber ich nehme an, links und rechts irgendwo werde ich Biometallvorkommen finden. Das zerstört unser Gedönse. Das ist ja eklig. Momentan nach. Das heißt, ich muss neue Fahrzeuge bauen, um dieses Cloaking zu kriegen. Erstmal muss ich dafür sorgen, dass da keiner mehr rauskommt. Ich meine, Festung ist halt nur so gut wie ihre Verteidigungssysteme. Und wenn man die Verteidigungssysteme dadurch aushebelt, beziehungsweise ihre offensive Rausspannsysteme aushebelt, dann könnte ich mehr viel machen. Ich habe sie jetzt im Prinzip von jeder Hilfe abgeschnitten, theoretisch. Weil es eine klassische Belagerung wäre, weil ich kann hier draußen sitzen. Sämtliche Angriffsstreitmächte, die ihnen zu Hilfe kommen, wegpusten und sie können nicht raus, weil die Geschütztürme im Weg stehen. Das ist einer, schmeißt halt Daybreaker, aber mal gucken, wie sehr das überhaupt macht. Die hat irgendwie 3 Stockwerke, diese Basis. Ich übernehme eins der anderen Fahrzeuge. Ich brauche nämlich was eben. En route. Building complete. Satellite activated. Yes, sir. Construction in progress.
Building complete. Nächsten Moment, was darauf hindeutet, dass irgendwo Biometallvorkommen sitzen. Das nervt. Außer hat der Umstand, dass ich diese Bahnen habe. Okay, das ist scheiße. Ich kann keinen Supply-Hang abbauen. Lass mich mal kurz überlegen. Keins von den anderen Dingern kann ich so umsetzen, dass ich den Platz hätte. Doll. Ja, aber in einem beschissenen Silo habe ich das. Das Problem ist, ich kann ja nicht einfach irgendwo den Hangar hinsetzen. Ich muss schon mehrere Flächen frei haben dafür. 8 Felder brauche ich, um so ein Ding zu platzieren. Das ist das ekelhaft. Das heißt, ich muss zumindest in die Basis rein, um das zu machen. Na gut. Dann erstmal keine Reparatureinheiten. Die Spur endet hier. Unit complete. Still moving. Onward! Ich wünschte, ich könnte so einen Scan durchführen oder so eine Scherze. Okay, hier hätten meine Rohstoffbedürfnisse natürlich ein Ende gefunden. Ich glaube, das haben sie auch extra gemacht, dass man hier draußen nichts findet. Onward. Weil... Ace under attack. Oh, yes, sir. Zum Kotzen. Keine von diesen Flächen ist dafür geeignet. Ich meine, da wo der Recycler steht, ja, da kann man das machen, aber dann kann ich den Recycler nirgendwo hinstellen. Oder die Fabrik. Das heißt, ich kann auch ein paar von meinen Fahrzeugen nicht ersetzen. Unit complete. Okay, hier ist ein Lightning-Turm. Ich vermute, hier wird noch mehr Lightning-Türme sein. Hier ist Basis. Da oben geht's hoch zum Rest. Ich muss die ganzen Geschütztürme zerlegen. Kann ich... Pandas kann ich nicht bauen ohne eine Kaserne. Kaserne kann ich nicht bauen. Kostet mich 70. Dafür brauche ich 5 und den Supply Hangar. Building you that. Unit complete. Still moving. Ohne Field App keine Mini-Komet. Nice. Onward. Building you that. Offensive unit lost. Unit complete. Moving to NAB. Offensive unit lost. Offensive unit lost. So viel nur Daybreaker. Offensive unit lost. Building unit. Offensive unit lost. Unit complete. Moving to NAB. Offensive unit lost. Offensive unit lost. Offensive unit lost.
Okay, Red Wing ist links. Oh. Unit lost. Yes, sir. Construction in progress. Building. Ah, ich nur einen verdammten Reparatur-Heini, ey. Das würde alles so viel einfacher machen. Momentan ab. Building. Unit complete. Building complete. In transit. Right behind you. Building unit. Gut, speichern. Der Angriff war erfolgreich. Ich habe einiges zerstört, was mir im Weg ist. Building unit complete. Und theoretisch habe ich auch Vorkommen freigemacht. Kann ich die von hier aus treffen? Kann ich tatsächlich. Was für eine gemeine Waffe. So, das Problem wäre schon mal gelöst. Ein bisschen Rope erledigen. Leck mich! Ich krieg so viel. Da haben die ja was echt Fieses eingebaut. Ich meine, in der einen Mission kam mir schon komisch vor, dass die da rumgestanden haben und auf meinen chinesischen Piloten gesnipert haben, als sie draußen rumwandern. Aber das konnte ich nur akzeptieren. Aber dass gerade da ein Russe rumstand und mich aus meinem Raketenpanzer rausgeschossen hat. Alter Falter! Damit rechne ich überhaupt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es im Original so gewesen wäre. Oder ich habe die vorher alle mal weggepustet, ich weiß es nicht. Ich dachte, ich kann den Rest einmal wieder einen Roadmeet machen, aber nein, puff, Headshot. Boom, Headshot! Boom! Headshot! So eine Mistmade, ey. Unit complete. I'm on my way.